Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge ProLife TV im neuen Jahr 2020. Mein Name ist Felix Früchtel und ich heiße Sie herzlich willkommen hier aus unseren Schulungsräumen in Ingolstadt. Wie schon vorletztes Jahr und wie letztes Jahr werden wir auch dieses Jahr weitermachen mit diesem Videoformat. Wir waren damals einer der ersten, die das gemacht haben. Mittlerweile machen das ein paar mehr auch. Wir sagen aber, ProLife TV ist mittlerweile schon eine etablierte Marke und wir wollen sie auch weiterhin mit diesen schnellen, leichten und kommunikativen Informationen beglücken. Ich hatte in meinem letzten Video, das war die Neujahrsansprache am 31.12., habe ich Ihnen kurz mitgeteilt, dass wir ein Highlight für Sie in 2020 haben. Dieses Highlight zünde ich jetzt für Sie. Ich sage Ihnen jetzt, was wir im Jahr 2020 für Sie und für Ihre Kunden uns überlegt haben. Und zwar pflanzt ab sofort jeder Kaufvertrag, der bei uns in Ingolstadt eingeht, Bäume. Er pflanzt Bäume in Deutschland. Jetzt fragen Sie sich, was hat das zu heißen, was bedeutet das? Relativ einfach. Wir, die ProLife GmbH, haben zwei Patenschaften für zwei Waldgebiete in Deutschland übernommen. Einmal in Geisenfeld, das ist bei uns ca. 20 Kilometer entfernt, und einmal in Garmisch-Partenkirchen. Bei diesen beiden Waldgebieten handelt es sich um sogenannte Brachflächen. Diese Brachflächen sind nun von uns übernommen worden, werden nun aufgeforstet und bewirtschaftet. Wie läuft das Ganze ab? Wir machen das so, wir machen das auch kaufvertragsabhängig. Das bedeutet, jeder Kaufvertrag trägt tatsächlich dazu bei, Bäume zu pflanzen. Ob jetzt ein Kaufvertrag genau einen Baum pflanzt, das wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie viele Bäume jetzt tatsächlich auf unsere Brachflächen dann passen. Aber wir können sagen, jeder Kaufvertrag pflanzt Bäume. Was haben Sie davon? Sie sind ab sofort zertifizierter Sustainable Financial Advisor. Ein neudeutsches Wort, ich weiß, aber Sie kriegen dafür, für diese Advisor, für diesen Finanzberater, den Sie jetzt ja sind, ein nachhaltiger Finanzberater im Endeffekt, kriegen Sie von uns das erste Mal, wenn Sie in 2020 Umsatz einreichen, natürlich ein Zertifikat zugeschickt. Dieses Zertifikat zeichnet Sie dann aus, dass Sie quasi mit Ihrer Arbeit nachhaltig dazu beitragen, die Aufforstung in Deutschland, in unseren deutschen Wäldern zu fördern. Was hat Ihr Kunde davon? Ihr Kunde hat davon, dass auch er für jeden Kaufvertrag, den er bei uns einreicht, nochmal separat ein Schreiben bekommt und auch er ein Zertifikat bekommt mit den genauen Koordinaten, wo er mit seinem Kaufvertrag dazu beigetragen hat, neue Bäume zu pflanzen und den deutschen Wald quasi wieder aufleben zu lassen. Wir haben uns das gedacht, wir machen das. Es ist eine Grundsatzentscheidung von uns gewesen. Nicht, weil wir sagen, wir möchten auf irgendeinen Klimahype aufspringen, weil davon halte ich persönlich wenig, sondern man muss hier angreifen, in Deutschland. Man kann sowas nicht mit Verboten handhaben, sondern man muss hier einfach irgendwie innovativ werden und auch einfach nur aktiv werden, sage ich jetzt mal. Und das geht eben am besten dahin, wenn wir sagen, wir beteiligen uns daran an der Aufforstung des deutschen Waldes, dass wir hier einfach einen gesunden Waldbestand haben. Sie können jetzt sagen, diese Idee von uns ist gut oder schlecht. Das ist mir eigentlich auch im Endeffekt egal. Unsere Stimmen, denen wir das jetzt schon kundgetan haben, die sagen, das ist super, das ist klasse. Da habe ich einmal was davon als Geschäftspartner, da haben meine Kunden was davon. Und ich sage Ihnen eins, das ist ein weiteres Verkaufsargument. Das hat sonst niemand. Das haben nur wir. Der Kunde kriegt es schwarz auf weiß, dass er mit seinem Kaufvertrag hier beigesteuert hat dazu, Bäume zu pflanzen. Und ich sag mal so, wenn das nicht ein weiteres Verkaufsargument ist, gerade in der heutigen Zeit, dann weiß ich auch nicht. Wir machen das, egal ob Sie das gut oder schlecht finden. Wir sehen das als eine sehr gute Sache an, wir stehen da dahinter. Das ist unser Highlight, unser ProLife Green Deal haben wir das genannt. Ein bisschen natürlich auch auf diesen Big Deal, den hier die EU-Kommission geplant hat, die aber natürlich wieder an ihrer Bürokratie hier so ein bisschen erstickt. Wir nicht, wir haben es sofort durchgesetzt. Es beginnt seit dem 01.01.2020, läuft diese Sache. Heute tun wir es Ihnen kund. Wenn Sie das gut finden, dann teilen Sie das, liken Sie das, kommunizieren Sie das nach außen. Sie kriegen von uns ganz, ganz viel Input damit, auch Sie werbetechnisch das benutzen können, dass Sie nach außen geben können, dass Sie ein nachhaltiger Finanzexperte sind, der eben durch seine Arbeit dazu beiträgt, den deutschen Wald aufzuforsten. In dem Sinn würde ich sagen, ran an den Speck. Wir haben viel zu tun in 2020. Sie kennen jetzt unser erstes Highlight und damit, glaube ich, kann man gut beim Kunden nochmal punkten. In dem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Restwoche.
Viele Grüße aus Ingolstadt. Wenn Sie Fragen haben zu unserem ProLife Green Deal, ich oder mein ganzes Team stehen natürlich jederzeit zur Verfügung. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.